Ende. Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hier ist Commander Krieger und wir befinden uns gerade in der Indoor-Kartbahn vom Fahrwerk in Großzimmern zum großen YouTuber-Abonnenten-Showdown. So, und da ist das Lori Hole. Nicht die Dame, nein. Was bedeutet dir eigentlich Freundschaft? Sehr viel, sonst wärst du nicht hier. Danke. Besondere Strategie? Fahren und nicht brechen. Bei dir? Ich möchte Peter wehtun. Sehr gut. Und was erwartest du? Welcher Platz? Ich weiß nicht, aber Hauptsache er trägt irgendwelche bleibenden Schäden davon. Also erster Platz? Ja, natürlich. Also nicht ich, aber irgendwer wird ihn kriegen. Was erwartest du heute? Ein spannendes Rennen. Was erwartest du? Welchen Platz? Eins, logischerweise. Ja, erster Platz. Ab, Mütze auf, ja unten. Was erwartest du? Ich erwarte, dass ich nicht gewinne, weil ich denke, ich kann das nicht so gut. Da sind coole Leute dabei und ich erwarte, dass es halt spannend wird irgendwie, oder? Ich habe 100 Euro gewettet, dass wir verlieren. Alle haben gewettet, alle haben gesagt, die Außenseite werden verlieren. Das ist, glaube ich, du bist, glaube ich, mit dem Bram hier in der Gewichtsklasse. Ja. Bei Mario Kart bin ich mit dem Cooper Trooper gefahren, hätte ich mal lieber Bowser genommen. Ne? Welcher Platz? Letzter. Was erhoffst du dir von dem Turnierchen, oder? Hat nichts mit Hoffen zu tun. Die Frage ist nur noch, wie werde ich sie töten? Ne? Also nicht der erste Platz, sondern die totale Vernichtung. So sieht's aus. Ich werde ganz hinten einmal komplett durchs Feld rommeln, ja? Richtig. Rommeln! Richtig. Ja, er repräsentiert LeFloid. Ich bin LeFloid. Ich muss gucken, ob ich überhaupt den Helm anziehen kann. Bei wem willst du auf jeden Fall deine Staubwolke, deinen Kondensstreifen schnuppern lassen? Revi. Das Go-Kart-Event aus Großzimmern und erstmal muss ich sagen, es tut mir leid, dass ihr so lange auf dieses Video warten musstet, aber es gab da so hinter den Kulissen einen kleinen Deal, alles dazu habe ich in dem Haul-Video vor ein paar Tagen gesagt und ich glaube, wer das gesehen hat, weiß warum, wieso, weshalb, aber gut, Ding will Weile haben, es ist endlich da, hier war es, das Go-Kart-Video, mein Teil und ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder ein cooles oder vielleicht mehrere coole, kleinere Events machen können, weil das fand ich ziemlich schön, dass die Abonnenten, die Zuschauer, ihr da draußen die Möglichkeit hattet, mal mit uns in Ruhe mal ein Gespräch zu führen, dass ihr uns ein paar Fragen stellen konntet, das, was euch interessiert. Das ist nicht wie auf der Gamescom so eine Massenabfertigung. Nein, hier konnte man sich wirklich Zeit nehmen für die Zuschauer und so sollen diese Events auch sein. Es können Fun-Events sein, wo man sagt, okay, man macht mit einer Menge YouTubern eine Menge Blödsinn. Und wenn das größer ist, dann hat man halt nicht diese Möglichkeiten, dass es also ein persönliches Treffen wird. Aber ich glaube auch diese persönlichen Treffen, wo man irgendwie ein bisschen Blödsinn machen kann, die werden dieses Jahr kommen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht Connections, wirkliche Connections zu irgendeiner Location habt, wo man vielleicht was machen könnte. Und nicht so, hey, da gibt es was, sondern wo ihr vielleicht auch jemanden kennt.
weil das ist nochmal ein bisschen einfacher, gerade bei der Planung und so kann man da eine Menge Arbeit von den Schultern nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt mal eine Bewertung hinterlasst, einen Kommentar hinterlasst. Bedankt euch auch mal bei der lieben Jodie, die dieses Video für euch geschnitten hat, beziehungsweise auch für mich. Dankeschön, Jodie, an dieser Stelle. Ich habe ja nur ein paar Monate drauf gewartet. Und bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Gut, Schuss.